Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Open Air Intim. Ich habe vor einiger Zeit im Internet mal eine junge Frau gesehen. Und zwar ist es eine Künstlerin, eine Schauspielerin, die so viele verrückte Dinge macht, so vielseitig ist. Und ich empfand sie als ein so strahlendes Wesen. Ich habe sie heute eingeladen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Wir hatten mehrere Anläufe. Und zwar ist das die Vera Schmidt. Hallo Vera, schön, Hallo. Dass du da bist. Freut mich, Peggy. Die Vera ist Schauspielerin und hat vor 5 Jahren eine Gruppe gegründet. Magst du uns kurz darüber erzählen, was du machst? Das sind die Improvisionäre, das ist eine Improvisationstheatergruppe. Wir machen nicht das klassische Theatersport, so wie das andere oder die meisten Impro-Theatergruppen machen, sondern wir haben ein ganz eigenes Konzept entwickelt. Wir spielen jeden Monat ein anderes Genre. Genau, jetzt morgen wird das Barock sein. Im November dann eine orientalische Geschichte, orientalisches Märchen. So. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Das Publikum sagt euch, was sie sehen wollen und ihr sagt dann, wir improvisieren auf der Bühne? Sofort, augenblicklich, im Jetzt und Hier? Oder? Genau, also das auf jeden Fall immer sofort, aber wir haben schon, es ist schon jetzt nicht willkürlich, was das Publikum zuruft, sondern wir stellen Fragen und die werden beantwortet vom Publikum. Also wir fragen das Publikum sozusagen nur, was wir brauchen für unsere Geschichte. Es ist nicht so, dass wir, dass sie zwischendurch reinrufen oder so, sondern da gibt es einen Moderator und der fragt ganz klar nach genau allen Eingaben, die wir brauchen. Ja. Du bist Schauspielerin, du hast ein Schauspielstudium oder eine Ausbildung gemacht? Genau, aber ich habe schon mit 9 angefangen. Also ich habe immer schon quasi auf gespielt. Der Bühne gestanden irgendwo auch. Mit Filmen habe ich eigentlich angefangen, aber genau, mittlerweile liebe ich auch die Bühne so. Was macht die Faszination für dich aus, was Improvisation angeht? Weil viele Schauspieler, wenn man sie so hört, sagen ja, Improvisation und wo ist da, du weißt, was ich meine? Ja, absolut. Ich finde halt bei Improvisation finde ich ein gutes Training als Schauspieler, weil ich möchte immer nur von mir reden, ich weiß nicht, wie das für andere Schauspieler ist, aber für mich war es so, dass ich früher, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, zu einem Casting eingeladen war, ich hatte einen Text, habe ich mich vorbereitet, habe mir meine Vorstellungen gemacht und wenn ich da ankam und der Regisseur meinte so, ist ja ganz nett, aber ich hätte gern genau was vollkommen anderes, dann war ich erst mal so ein bisschen irritiert und wusste dann, ne, war so ein Moment. Jetzt mittlerweile hänge ich halt überhaupt nicht mehr an meinen Ideen, sondern wenn jemand sagt, keine Ahnung, er möchte, weiß nicht, ich mache eine sanfte Nette und er sagt, er möchte aber eine aggressive Wahnsinnige, dann mache ich das schnell. Kannst du das auf die Anhieb so machen? Aggressive Wahnsinnige? Ja, natürlich kann ich. Also jetzt hier, also ich wäre so ein bisschen bipolar, aber ich auf der Bühne natürlich. Das funktioniert bei uns auch tatsächlich so. Also unser Konzept ist so, dass das Publikum in der ersten Hälfte des Stücks die Charaktere erschafft. Da bekommen die eben Charaktereigenschaften, sprachliche Eigenschaften, körperliche Eigenschaften und so und Namen, was man sonst alles braucht für die Rolle. Und im zweiten Teil der Show spielen wir dann tatsächlich einfach nur mal eine Langform durch. No. No. I hate this. Stop. No. Was sage ich denn jetzt da, wenn ich da klingel? Keine Ahnung. Hallo. Kann ich aber nur Hallo sagen? What? Can I just go on top? Yes. No. What? Yes. No. Why? Aber er muss sich doch ein bisschen anstrengen, damit du sein Herz richtig überprüfen kannst. Komm, mach mir ihn los. So was Romantischeres sagen als das. Was ist denn romantisch? Also wie in so alten Filmen, das ist romantisch. Ui, mein Schwalberle! Was hast du? Was ist denn los mit dir? Was hast du, Schwalberle? Ja, ich scheiße auf deine Rosen, weil die stechen mich so sehr und an Matrosen liebe ich eigentlich nur das Meer. So, jetzt reicht's. Bist du auch eine Comedian, also eine Frau, die so Comedy macht? Weil ich finde, du hast auch diesen Humor. Das Lustige ist ja, ich wollte das ja nie machen. Ich wollte eigentlich immer so dramatische Sachen machen. Aber jetzt machst du es eigentlich. Jetzt spiele ich eigentlich fast nur mehr Comedy. Also wirklich, oder viel, sagen wir so. Liegt mir auch total. Weil ich fand das früher immer dachte ich mir, das ist ja... weiß nicht, da habe ich den Reiz nicht so gesehen. Ich wollte immer die Leute eher so zum Weinen bringen oder so. Warum? Weil ich selber gerne, also ich mag das gerne so, weiß nicht, ich mag dramatische Theatralische. Ich mag das gerne so
berührt zu werden. Aber mittlerweile finde ich das super, wenn ich auf der Bühne stehe und ich spüre so, ich hab die. Ne, man macht so eine Pause, man weiß dann schon, jetzt bringe ich ja einen Brüller. Und dann lachen alle, finde ich großartig. Apropos Brüller, ich habe im Internet deinen Film gesehen. Mit Guantanamo diesem, Baby. Ne? Mit dem Baby. Ja. Wo du als wahnsinnige Mutter da vor diesem Baby stehst. Ja, das war so es war also sensationell. Was war das für ein Projekt? Das war für einen australischen Wettbewerb von der Firma Rode. Kennt jeder Tonmeister, kennt die Firma. Die machen das jedes Jahr, wo sie drei Minuten anfangen, fragen. Und die einzige Bedingung ist quasi, dass man deren Material verwendet. Geschichtlich so ist alles frei. Die machen dann verschiedene Kategorien, Comedy, Drama, Doku und so weiter. Wir waren tatsächlich mit Guantanamo Baby für die Comedy unter den Top 10. Haben dann nicht gewonnen, aber ich fand es trotzdem so für weltweit eigentlich ganz gut. Und du bist aber immer noch auch im Filmgenre unterwegs, ne? Dass du Filme drehst und du hast jetzt auch einen Film gedreht. Ich habe jetzt eine Web-Miniserie gerade gedreht. Da sind wir gerade erst durch. Ist jetzt in der Postproduktion. In den YouTube-Studios war das. Und genau, bis jetzt. Ich bin schon gespannt, was draus wird, aber genau, ich habe noch nichts gesehen. Also wir haben ja mehrmals schon telefoniert, verschiedene Anläufe gehabt, um in die Sendung zu kommen. Wir wollten uns ja auch irgendwie wirklich mal persönlich treffen. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, dass du bist ja so ein Strahlemensch, ja? Gibt es auch die ruhige Seite in dir, so die ein bisschen schwerer ist, wo du sagst, die ruhigen... Lustigerweise gerade gestern mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich glaube, ruhig schon. Aber sowas Schweres habe ich selten. Ne? Ich bin immer eher so, ich hänge nicht sehr negativen Energien nach. So, wenn irgendwas nicht klappt oder so, denke ich mir, war nicht. Aber ich sehe da nicht, weiß ich nicht. Zum Beispiel sagen wir, ich habe ein Casting oder so für eine Rolle, die ich total super finde und ich bekomme die nicht. Dann denke ich mir immer, es geht mir ja jetzt gut, hätte ich die Rolle, würde es mir besser gehen, aber es geht mir ja nicht schlechter, wenn ich sie nicht habe. So. Und das, ich glaube, ich bin schon sehr positiv. So. Was würdest du unseren Zuschauern mitgeben als Tipp? Also du machst es zwar beruflich, ich meine Schauspielerei, die Improvisionäre. Mhm. Inwieweit kann man das aufs normale Leben anwenden? Weil ihr arbeitet ja im Jetzt und Hier hauptsächlich und nicht morgen oder gestern. Ich empfinde das so, dass man das auch für jemanden, ich sag mal Otto Normal, der jetzt da draußen seine Probleme hat oder so, was kannst du dem mitgeben? Was ich ganz wichtig finde, was ich wirklich von den Improvisionären oder vom Impro-Spielen für mein Leben übernommen habe, ist, es gibt ja beim Impro-Spielen eigentlich fast nur eine wichtige Regel. Und die heißt immer Ja sagen, weil sonst ist die Geschichte zu Ende. Ne? Wenn jetzt ein Spielpartner sagt, übertrieben gesprochen, komm, lass uns deine Hand abschneiden, geht die Geschichte nur weiter, wenn man sagt, stimmt, machen wir das. Und was passiert dann? Na, dann kann man weiter spielen, ist ja im Spiel. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass viele, gerade Erwachsene, wenn jemand einen Vorschlag macht, Hilfe anbietet oder irgendeinen Impuls gibt, dann erstmal Nein sagen aus Sicherheit. Und ich finde so Ja sagen auf der Welt ist... Dann macht man zwar oft das, wo man sich zuerst denkt, vielleicht, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber ebenso wie bei den Improvisionären, plötzlich. Also im Grunde annehmen. Genau. Annehmen, genau. Was jetzt passiert, egal wie schlimm. Und hat einfach auch Vertrauen, ja. Oder? Genau. Gab es schon mal eine Situation, dass du auf der Bühne gestanden hast und gar nicht weiter wusstest? Also gerade jemand, der improvisieren kann? Nee, ich glaube. Was machst du denn? Dann sagst du einfach so, jetzt, dann ist es jetzt so. Jetzt haben wir nichts mehr zu sagen. Nee, ich glaube tatsächlich, dass mir das noch nie. Nee, ich glaube, das hatte ich jetzt noch nie. Weil wir sind ja ein Team. Das heißt, würde jetzt jemand gerade, also wenn ich merke, dass da jetzt nichts kommt von der anderen Seite, dann bringe ich halt wieder was rein. Aber eigentlich, wir spielen uns da die Bälle so zu. Also, dass man da einen Hänger im klassischen Sinn hat, so passiert eigentlich was, nicht. Was meinst du mit, hier, ich habe jetzt mal deinen Flyer, den du mir eben so aus der Tasche gegeben hast. Hier steht die witzigste, originellste, einzigartigste und bescheidenste Improvisationstheatergruppe der Welt. Was meinst du mit der bescheidensten Gruppe? Also die das müssen wir nachher noch mal einblenden. Das ist ja auch wirklich filmreif. Irgendwie Plattenbau, ja, Perücke. Warum bescheiden? Also bescheiden haben wir eigentlich nur, weil wir haben halt nach irgendeinem Spruch gesucht
und haben eigentlich mehr so eine Stichwortsammlung gemacht mit irgendwie Attributen, was wir uns so, ne, so einfach nur so in der Gruppe, jeder sagt mir was passen könnte. Und dann hatten wir so eine Liste mit lauter so Dingen und haben die gelesen und dachten so, ey, wir sind ja voll verblendet eigentlich. Und darum haben wir uns dann gedacht, dann nehmen wir halt ein paar und machen dann die bescheidenste, dann ist es so mit einem Augenzwinkern. Mhm. Aber wir sind schon, also ich meine, wir sind schon sehr zufrieden mit uns und es macht ja auch wahnsinnigen Spaß. Ja, damit man dann nicht, das wird ja dann oft negativ. Also jetzt habt ihr den nächsten Auftritt, also morgen und dann wann wieder, dass die Zuschauer auch euch besuchen können? Am 21. November in der Brotfabrik und zwar um 16 Uhr für, wir sagen immer, für kleine Menschen ab 5 und ihre Begleiter und dann ab 20 Uhr für Erwachsene. Genau. Super. Also wie sieht es jetzt für dich sonst aus? Also Improvisionäre läuft parallel, jetzt seit 5 Jahren. Genau. Und das wird natürlich auch so bleiben. Ja. Habt ihr auch mal überlegt, auf Tour zu gehen oder zu sagen, wir gehen mal in andere Länder oder Städte? Oder du kommst aus Wien. Ich komme aus Wien, genau. Ja, warum nicht mal da? Ja, das wäre schon möglich. Ich muss nur sagen, wir sind halt so Berlin vernetzt und irgendwie... Kann noch aber kommen. Aber auf jeden Fall. Also wir sagen da nicht nein. Es gab auch mal so eine Idee, mehr so in den Norden zu gehen oder so, auch weil da welche herkommen, mal gucken. Also ist alles offen. Mal. Wie ist die Zukunft für dich? Wo willst du noch hin? Ich sage immer, ich will einen Oscar. Echt? Ja, jetzt zuerst mal einen Filmpreis. Nee, also ich sag... Sag's nochmal. Bitte was? Ich will den Oscar. Und ich will den Oscar und ich will den Filmpreis. Weil ich will die Filmbox, ich bin so ein Filmfetischist. Mhm. Genau. Und ja, der einzige Weg ist immer, only way is up, sage ich immer. Also geht schon weiter. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich habe jetzt... nächste Zeit vor allem Tonstudio-Sprecher-Jobs, das heißt, ja, mal gucken. Tonsprecherjobs, also Synchronisation und so, oder wie? Nee, ich spreche tatsächlich nur, also ich mache so, also Synchro ist nochmal was anderes, das habe ich noch nicht gemacht, außer für mich selber, so, also mich selber übersprochen dann. Mhm. Aber ich mache so, also das nächste ist so ein Bericht, wo ich die Off-Stimme bin und einen Deutschkurs. Also du erfindest dich einfach immer wieder neu und probierst auch neue Baustellen aus. Ich sage immer ja. Ja sagen, das ist wichtig, aber ich bin jetzt schon wieder hier, der Ken, der hat mir schon wieder gezeigt, dass wir schon fast wieder am Ende sind. Vera, das ist eigentlich so ein Wort wie Verité, la Verité, die Wahrheit. Ich hatte auch früher tatsächlich einen Künstlernamen, der war Verita nämlich, weil ich das daran gefunden habe. So. Was ist deine Wahrheit? Hast du eine Lebensweisheit von dir, wo du sagst, Mensch, dazu stehe ich, das ist das, wonach ich lebe? Ich glaube, dieses immer Ja sagen, also immer Ja neue sagen. Ideen annehmen und ausprobieren. Ne? Mal gucken, was passiert, wo es hinführt, aber... Genau, nie Nein sagen. Danke. Danke, dass du da warst. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben und ich hoffe, wir hören noch viel von dir und wir sehen noch viel von dir. Und Achtung, der Oscar. Der Oscar. Und wenn du den hast, kommst du noch mal zu mir. Natürlich. So, bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss.